Hi zusammen, ich bin heute mal wieder unterwegs im Taunus und als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, da habe ich schon einen großen Schilderfalter gesehen und habe einen Versuch mit dem 100-400er zu fotografieren, weil der war ein bisschen scheu, saß auf dem Weg, hat sich gesonnt. Ja, jetzt bin ich immer noch nicht zurück, sondern ja, hier in der Botanik unterwegs, hab nach Gelbbachunken gesucht, habe auch viele gefunden. Ich muss dazu noch ein Video drehen und ich war jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann passiert etwas, was ich nicht zu träumen gewagt hätte, denn ich probiere es euch mal so zu zeigen. Ich habe einen weiteren Schilderfalter gefunden. Und zwar diesen hier. Und der lässt nicht mehr locker. Ich habe jetzt schon allerhand Videos gemacht und Fotos. Und ja, der saugt jetzt hier an meinem Schweiß. Zum Glück habe ich heute früh nicht geduscht. Und der Kollege war auch schon mal wieder weg, hat kurze Pausen eingelegt. Ich habe aber meinen Rucksack ablegen können. Ich habe den Rucksack aufgemacht. Ich habe meine Kamera rausgeholt. Und ich habe sogar schon den Deckel runtergemacht. Also ich konnte mich relativ gut bewegen, ohne dass der Falter weggeflogen ist. Und genau dann, als ich losfotografieren wollte, dann fliegt er natürlich weg und nicht vorher. Jetzt ist er aber wieder da. Kurz hat er sich oben in die Eiche hingesetzt und ja, saugt die ganze Zeit die Mineralien auf, wenn wir es nett ausdrücken wollen. Und ich habe versucht, hier so einen Ausschnitt vom Flügeldetail zu fotografieren. Was habe ich dafür gemacht? Ich muss versuchen, möglichst parallel mit der Kamera zu kommen. Oh. Hier sind so viele Bremsen, es tut mir leid. Ich muss immer mal wieder unterbrechen. Also ich versuche möglichst parallel zum Falter zu kommen. Dafür muss er natürlich auch die Flügel zusammenklappen. Wir arbeiten an der Naheinstellgrenze mit dem AE-Servo, also dem nachführenden Autofokus. Und wir blenden relativ weit ab. Ich muss mal gucken, was wir da, Blende 11 haben wir jetzt eingestellt und ISO 4000. Weil wenn wir stark abblenden und im Nahbereich arbeiten, dann müssen wir auch einen hohen ISO verwenden, damit die Verschlusszeit möglichst kurz ist und wir scharfe Bilder bekommen. Und das mache ich jetzt einfach nochmal, denn der arbeitet ja wunderbar mit. Ich denke, davon kann man nur träumen. Und zum Glück haben wir ein Klappdisplay, sonst wäre das alles nicht so easy machbar. Und wir kommen natürlich nicht komplett parallel und wir kommen auch nicht nah genug ran, dass wir kein Umfeld mehr haben. Das heißt, wir müssen dann nachträglich in unserem Bildbearbeitungsprogramm noch zuschneiden. Aber das ist ja jetzt kein großes Ding. So, jetzt hat er die Flügel wieder offen. Ich habe auch mal versucht, von oben mit den schillernden Farben Bild zu bekommen. Das hat aber nie so wirklich hingehauen. Und wir müssen uns immer wieder neu orientieren, weil er sich natürlich auch bewegt. So, jetzt dreht er sich komplett weg. Das heißt, was machen wir? Wir fotografieren mal von oben. So, jetzt geht er aber weg. Mal schauen, was wir jetzt machen. Wir können natürlich auch mal versuchen, so ein Kopfdetail mit dem Rüssel zu bekommen. Dafür nutze ich dann eine offenere Blende, damit ich den Schuh nicht scharf bekomme. Oh, jetzt ist er weggeflogen. Also, jetzt ist er wieder weg, braucht eine kurze Pause. Aber ich denke, er kommt wieder. Jetzt wird es auch ein bisschen windig, das heißt, ich melde mich gleich wieder. Schöner könnte es nicht sein. Jetzt trinkt er da unten auf dem Weg. Und ich versuche jetzt hier von vorne links ein bisschen den Kollegen aufzunehmen. Wünscht mir Glück. Ich bin komplett alleine unterwegs, deswegen kann ich nicht gleichzeitig filmen und fotografieren. Und eben kam ein Radfahrer vorbei und der ist wieder in die Eiche geflogen, macht aber nichts, denn von unten haben wir auch einen ziemlich spannenden Winkel, mit dem ich den jetzt fotografieren werde.
auch wieder mit einer sehr offenen Blende. Er fährt den Rüssel immer mal wieder aus natürlich. Und ja, mit einer offenen Blende versuche ich da eben den Hintergrund nicht so dominant im Bild zu haben, um möglichst den Falter schön dominant ins Bild zu setzen. Und auch den Rüssel, den er immer wieder da so ein- und ausfährt. Das ist sehr, sehr spannend, deswegen das probiere ich jetzt nochmal. Ja, und so schaut es dann letztendlich aus. Minimal zugeschnitten, welche Verschlusszeiten hatte ich oder welche EXIF-Daten, 2,8er Blende, eine Blende überbelichtet, ISO 2000 und 1600stel, um diesen Kollegen da im Sitzen abzulichten. Und das Ganze gepaart mit dem nachführenden Autofokus und Dauerfeuer, weil ich wackel zu sehr und auch die Blätter wackeln minimal. Einfach ein wunderschönes Motiv. Leider hat mich der Kollege jetzt endgültig verlassen und ich glaube, ja, es ist Zeit, wirklich nach Hause zu gehen. Aber auf dem Weg haben wir noch diverse Schmetterlinge und mit etwas Glück finden wir nochmal den Schillerfalter von ganz am Anfang vom Auto her. Eigentlich wollte ich an den Eichen nach Hirschkäfern suchen, habe aber keine gefunden. Ich denke, ich muss mal abends hierher kommen in so einer wirklich warmen Sommernacht. Und da hinten... Moment, da ganz hinten, seht ihr diesen orangenen Schmetterling? Das ist ein Kaisermantel. Vielleicht kommt er noch mal näher. Also von dem haben wir auf dem Weg auch noch mal einige. Ansonsten sind da hinten diverse Schornsteinfeger, Wiesenvögelchen und auch hunderte Schachbrettfalter waren weiter vorne. Also Diversität ist vorhanden an Schmetterlingen. Ich denke, ich werde noch öfters mal hierher kommen. In dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal und ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Es war einfach ein schönes Erlebnis, was ich schnell mit dem iPhone filmen wollte. Um es euch natürlich auch zu zeigen, weil das schon etwas Besonderes ist, was man nicht jeden Tag erlebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt muss ich doch nochmal halten, denn hier auf dem Weg liegt ein, ja, leider zertrampelter Laufkäfer, der jetzt gerade von den Waldameisen aufgefressen wird. Und die Farben sind irrsinnig schön. Ich glaube, ich werde das Makro nochmal auspacken. Denn die Szene ist echt spannend. So, ich sitze jetzt hier schon länger vor dem Käfer mit den Ameisen und warte auf die Situation, auf die perfekte Situation. Sowas zum Beispiel, zwei kämpfende Ameisen oben auf dem Käfer. Das wäre das Bild, was ich mir erhoffe. Habe ich jetzt noch nicht im Kasten, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Und wie arbeite ich hier? Ohne Bodensack oder Stativ. Mein Finger ist hier das Stativ, der kleine Finger, den kann ich jetzt nicht wegbewegen. Und ich fokussiere manuell. Focus Peaking. Dieses rot schimmernde da auf dem Boden, das hilft mir zu wissen, wo die Schärfeebene ist. Und wenn dann eben Ameisen in die Schärfeebene krabbeln, dann drücke ich durch. So, mein Bein ist eingeschlafen. Mit diesem Bild verlasse ich jetzt die Szenerie. Eigentlich müsste man hier den kompletten Tag warten, bis sich das eine Bild ergibt. Aber ich muss noch nach Hause ein bisschen aufräumen, denn ich bekomme noch Besuch. Von daher verlasse ich den Ort jetzt und werde nach Hause fahren, das Video schneiden, damit ihr es morgen schon anschauen könnt. Beziehungsweise dann heute, wenn ihr dabei seid. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.